Hier sind Jens und Manu in einem 360-Grad-Video. Willkommen zu einem neuen Stellplatzrundgang in Forchheim in Mittelfranken. Wir klein, aber fein. Wie ihr seht, wir stehen hinter der Bezahlsäule. Was das Schöne ist, ihr könnt mit EC-Karte bezahlen und ab 5 Cent Stücken. Also hier kriegt ihr mal euer Kleingeld los. Meine Ela gleich wieder ganz aufgeregt. Und Wischen nicht vergessen. Richtig, also wieder in 360 Grad. Ja. Der Stellplatz befindet sich auf dieser Sporthalbinsel, so heißt diese. Ja. Hier rechts von uns befindet sich der Main-Donau-Kanal, wo auch zahlreicher Schiffsbetrieb stattfindet. Dahinter und links von uns ist der, wie hieß das? Du weißt doch, ich kann mir doch nicht. Hab doch in Gedächtnis. Wie? In Gedächtnis Regnitz, von Mittag bis 12. Regnitz am Wasser. Regnitz am Wasser. Genau. Und dahinter, hinter dem Main-Donau-Kanal, befindet sich die Autobahn. Aber ihr steht ruhig. Wir haben sie nur heute Nacht ausprobiert. Gut, offensichtlich wird dieser Stellplatz gerade erweitert. Hier vorne dieser Bereich, der jetzt praktisch in unserem Vordergrund sich befindet. Also ihr könnt wischen, ne? Der ist zusätzlich jetzt noch mit eingerichtet worden. Dazu werden gerade die Stromsäulen installiert und die Stellplätze markiert. Ansonsten war das bisher ein Pkw-Parkplatz. Gebühr für den Stellplatz 9 Euro. Strom üblich 50 Cent pro Kilowattstunde. Fernentsorgung ist auch da. Alles vorhanden. Ganz einfach Holiday Clean Säure. Auch hier kann ich mit 10 Cent, 20, 30 Cent Beträgen Wasser auffüllen. Dieser Anschluss befindet sich hier hinter diesem Blech. Hier ist dann der Wasseranschluss. Bodeneinlass fürs Grauwasser, also eigentlich alles vorhanden. Und wie ihr seht, auch entsprechende Abfallkörbe, wo der Müll und so weiter entsorgt werden kann. Das Gelände hier auf dieser Sporthalbinsel ist sehr weitläufig. Ach, Duschen und Toiletten können im Sportzentrum genutzt werden. Dazu gibt es hier an dieser Tafel, an dieser Infotafel nähere Erläuterungen, wie das funktioniert. Eigentlich ganz problemlos. Duschen für 1,50 Euro kann man dort machen. Ansonsten ist Sanitärbenutzung, Toiletten und so weiter frei. Telefonnummer vom Platzwart ist auch hinterlegt. Also überhaupt kein Problem. Ja, ich denke mal an dieser Stelle war es das und wir setzen kurz, mal um. Ja, kurz und knackig. Genau. Nochmal mitten auf dem Stellplatz. Also das ist der ursprüngliche Teil des Stellplatzes, wo im Prinzip Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja so 10 Wohnmobile war. Wie gesagt, hier rechts von uns ist dieser Platz nochmal erweitert worden, sodass dort mehrere Fahrzeuge jetzt stehen können. Die Untergrund ist mit Wadengitterplatten gemacht, sodass das eigentlich problemlos geht. Für manche Stellplätze wird es sicherlich im Sommer ein bisschen schwierig mit Sattempfang werden, weil die relativ nah an den Bäumen stehen. Aber ich denke mal, vor- und zurückfahren sollte das eigentlich problemlos sein. Im Sommer, denke ich mal, braucht man ja keinen unbedingt Satten. Ja gut, es gibt auch die Fußballgucker, ist richtig. Ist richtig, ich habe nichts gesagt. Besser ist. Sonst kriege ich wieder Schellen. Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, dass man die Autobahn sehr stark hört. Gar nicht. Man hat diese Autobahn an dieser Stelle dort gerade neu gebaut und offensichtlich ist dort Flüsterasphalt verlegt worden. Also man hört ein ganz leichtes Rauschen. Und die Schallschutzwand oder die Schallschutzwände, wie das heißt, tun ihren Teil. Deutlicher hört man, wenn ein Schiff, ein alter Schiffsdiesel vorbeikommt. Ja. Das hört man dann deutlicher. Freizeitmöglichkeiten durch diese Sporthalbinsel gibt es sehr, sehr viele. Und ich denke, das wird auch durch die Bevölkerung von hier sehr gut angenommen, weil es war gestern Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein sehr reger Betrieb hier. Also ich verlinke unser Video von Forchheim, verlinke ich auf das Stellplatzvideo dazu. Genau. Ja, also durchaus zu empfehlen dieser Platz und ja, uns hat es gefallen. Ja. Ach so, ja, viele, viele Bänke, die hier noch so aufgestellt sind, wo man sich hinsetzen kann.
und dann eben grillen oder wie auch immer abends zusammen sitzen. Ja, recht toll. Haben wir gestern auch schon genutzt, die Bänke. Genau. Da braucht man nicht unsere Stühle rauszuräumen, weil ja das Wetter ja doch noch nicht dazu einlädt, abends draußen zu sitzen. Es macht Spaß, auf diesem Stellplatz zu leben. Genau. So, wir werden jetzt noch mal hier hoch auf die Brücke gehen. Von der Brücke hat man nämlich noch mal einen schönen Blick auf die Marina, die auf der anderen Seite von hier ist. Und dann hat man noch mal so einen Blick auf diese ganze Geschichte hier, Stellplatz, wie der so eingebettet ist. Und ja, ich denke, ein ganz, ganz tolles Ambiente hier hat. Immer mitten auf meinen Donaukanal. Also auf der Brücke, nicht. Das sind noch die Leute. Na, das seht ihr, dass wir auf der Brücke stehen. So, hier rechts von uns seht ihr schon mal ein Stückchen Autobahn. Ja, relativ reger Betrieb, aber trotzdem. Aber man hört fast nichts. Fast nichts. Hier drüben links davon ist nochmal so ein kleiner Campinggelände. Wobei ich denke nicht, dass das ein Campingplatz ist, sondern das ist für die Marina, wo jetzt leider noch keine Boote stehen. Ja, dann da. Ich erst mal ausmachen. Wieso? Mir egal. So, und hinter uns seht ihr dann den Stellplatz, wie er hier in diese Geschichte eingebettet ist. Wir warten mal kurz die Passanten ab. Morgen. So, und im Vordergrund von uns ist in wenigen Schritten über diese Brücke die Altstadt von Forchheim zu erreichen. Sehr schön anzusehen. Tolles Fachwerkambiente. Und ja, uns hat es sehr gut gefallen. Und wir kommen noch mal wieder. Wir wollen Kellerwald wollen wir noch besuchen. Kellerwald, weil das ist, habe ich noch nie gesehen, auf gefühlt 200 Meter Durchmesser ein Biergarten. An einem Biergarten. Und nach dem anderen ca. 20 Stück. Olli und Manu haben gesagt, das muss im Sommer so ein Ambiente sein. Da spielt Musik und da muss Olli D sein. Also wir werden es testen und euch berichten. Ja, unbedingt. Also Altstadt, Kellerwald, Stellplatz, Sportgelände. Das sind so die Stichworte, die wir für diesen doch schönen Stellplatz haben. Ja. Und wer will, kann hier auch Schiffe beobachten. Also, bis zu einem nächsten Stellplatzrundgang mit Jens und Manu. Tschüss. Tschüss.